Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute werden wir den Marathon fahren, wie angesprochen. Und zwar ist das das Finalrennen der Straßenszene. Und deswegen dachte ich mir, komm, wir fahren dann auch einen Wagen, der zur Straßenszene passt. Nämlich den Nissan Skyline GT-R R34, mit dem ich gerade die Soundcheck-Folge aufgenommen habe. Interessanterweise. Aber ich dachte mir, komm, der Wagen passt doch hier jetzt einfach wirklich perfekt dazu. Und ja, deswegen würde ich sagen, müssen wir natürlich auch erstmal den Wagen hier ein klein wenig umbauen und schauen erstmal, was überhaupt alles geht. Wir können einen LS-Motor reinbauen. Natürlich, klar. Wir können auch den Racing Inline 6 einbauen. Es ist ein 2JZ-Motor, bin ich mir relativ sicher. Woher genau der kommt, weiß ich immer noch nicht. Der GTR-Motor, also der F35 und der LFA V10, meine Damen und Herren. Auch interessant. Ich würde aber gerne beim Stockmotor bleiben, weil ich glaube, aus dem kann man gut was rausholen. Dann haben wir natürlich Tuningteile. Ihr wisst, ich bin ein Nismo-Mensch. Deswegen würde ich gerne die Nismo-Frontstoßstange draufziehen und natürlich auch allgemein dann eben die Nismo-Teile. Wir haben hier einen Top-Secret-Flügel. Und ansonsten, ja gut, Flügel kann man auch entfernen. Gab ja Skyline-Modelle ohne Flügel, halt keine GTR, aber gut, warum sollte man das machen? Dann auch hier Abflug, Top Secret. Ich weiß immer noch nicht, ob man sie Jun oder J-U-N ausspricht oder Jun. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auch hier gehen wir natürlich auf Nismo. Und das Ensemble komplettieren wir dann dementsprechend natürlich auch mit einer Nismo-Seitenschürze. Fang würde ich sagen, machen wir am Ende dann, wenn wir tatsächlich durch sind soweit. Straßen, Sport oder Rennreifen. Ich glaube, wir machen tatsächlich einen Rennwagen aus dem Ding. Ich glaube aber, komm, weißt du was, Vollslicks, warum nicht? Oder wobei, es könnte regnen. Es könnte regnen, deswegen gehen wir mal nur auf Semislicks. Ist immer noch die beste Idee, glaube ich. 285er vorne, sehe ich definitiv, 285er hinten, okay, da brauchen wir aber nicht 285er vorne. Da machen wir nur 265er vorne, würde ich sagen. Der Wagen sollte ja hoffentlich trotzdem nicht untersteuern. Wir nehmen die Rennkupplung mit. Machen daraus auch ein Renngetriebe. Wir können auch hier natürlich wieder 7, 8, 9 oder 10 Ganggetriebe machen. Ich glaube sogar, wir nehmen 7 Ganggetriebe. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir so. Bordantriebswelle und natürlich ein Renndifferenzial. Dann brauchen wir natürlich auch Rennbremsen. Wie gesagt, es wird ein Rennwagen, meine Damen und Herren. Der wird auch dementsprechend Leistung kriegen. Aber aus dem Grund brauchen wir natürlich hier diverse Teile. Gewichtsreduktion. Können wir ordentlich runtergehen auf 1,25 Tonnen, okay. Ich glaube auch die Sportgewichtsreduktion reicht uns hier, 1,4 Tonnen dann in etwa im Gewicht. Und jetzt Leistung. Und da ist natürlich die Frage, wo wollen wir hin? Weil natürlich wäre es das Leichteste auf der Welt zu sagen, okay, Rennturbos. Das Ding ist halt, die Turbos greifen dann eher oben raus, ne? Also wir kommen dann in ein krasses Turboloch rein. Ich glaube tatsächlich, die Sportturbos nehmen wir. Aber nicht die Rennturbos. Wir nehmen die Auspuffanlage mit. Und ich glaube, wir gehen so auf etwa 600 PS, würde ich jetzt einfach mal sagen. 600, vielleicht ein bisschen drüber. Ein bisschen mehr Hubraum potenziell. Ja, und dann vielleicht noch Kolbe, würde ich sagen. 623 PS, ja, kann man machen. Ich glaube, damit sind wir dann ganz gut gerüstet, hoffe ich einfach mal. Bin ich sehr gespannt, wie der Wagen sich jetzt fährt. Es gibt halt noch nicht so viele Designs. Wir befinden uns immer noch in der Review-Version tatsächlich. Deswegen glaube ich nicht, deswegen glaube ich nicht, dass es so viel gibt. Vor allem nicht mit Nismo-Teilen. Ja, zumindest nichts, was mich jetzt unbedingt anspricht. Das hier ist halt nicht mit dem Nismo-Kit, soweit ich das jetzt richtig sehe. Ja, dann bleibt er halt blau. Aber wir machen, wie gesagt, noch andere Felgen drauf, weil ich glaube, die können zumindest nochmal einiges rausholen im Look. Und da haben wir ja, wie gesagt, einige neue zur Auswahl. Auch wenn ich mit denen eigentlich fast schon zufrieden bin, aber wir gucken mal weiter. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Schöneres, könnte ja durchaus passieren. Ich meine, es ist ein R34, da passen viele Felgen drauf, das braucht man gar nicht anders sagen. Ist natürlich auch schlimm für mich, dass ich hier jetzt so viel mehr Auswahl habe, weil am Ende des Tages dauert das, bedeutet, dass ich da noch viel länger drin hänge, ist ja tatsächlich einer der Gründe,
warum ich in Horizon 4 so selten andere Felgen ausgewählt habe, weil ich einfach ewig dafür brauche im Regelfall. Aber ich glaube, hier schaffen wir das dann doch ganz gut. Ne, die passen nicht unbedingt. Eigentlich Felgen, die genau meinen Geschmack treffen, aber nicht auf dem Skyline. Okay, interessante Wahl. Die finde ich gut. Tenso RDC 6 V1. Okay. Ja, gut, wie die heißen, ist mir im Endeffekt wurscht. Die sollen gut aussehen und das tun sie auch. Gefällt mir. Aber ich glaube, vorne lassen wir es bei 18 Zoll Felgen. Macht allerdings noch ein bisschen was an der Spur. Ja, vorne brauchen wir die nicht unbedingt, aber hinten auf jeden Fall. Zumindest, dass sie ähnlich rausstehen, die Reifen. Ne? Und die Felgen werden wir dann aber auch noch leicht umlackieren, bevor wir dann ins Rennen gehen. Natürlich soll ja auch gut aussehen, das Ganze hier. So, ich weiß ja gar nicht, was das Skyline. Der hat, glaube ich, recht unspektakuläre Serienfarben. Ne? Ja, genau. Sehr viel. Okay, das ist interessant. Sehr viel Schwarz und Silber und so. Aber ja, wir lassen ihn blau. Einfach. Und ich würde sagen, als Farbe gehen wir mal zu den Spezialfarben und holen uns halbglänzendes Alu. Ein bisschen dunkler machen, nicht zu viel. Und dann belassen wir es dabei. Mich interessiert jetzt trotzdem mal, wirklich reines Interesse, gibt es neue Spezialfarben? In Horizon 4 ist ja, glaube ich, Holz dazugekommen. Das gab es vorher nicht, soweit ich weiß. Nee, gibt es nichts Neues. Na gut. Aber ja, da müssen wir nur noch ins Feintuning rein und dann steht unsere Waffe für den Marathon, meine Damen und Herren. Bin ich mal sehr gespannt, ob der Wagen so gut sein wird, wie ich mir das vorstelle. Das ist nicht ganz das Feintuning, da will ich hin. So, wir machen hinten sogar mal ein bisschen mehr. Ja, 7 Gänge haben wir zur Verfügung. 7 Gänge möchte ich auch gerne verwenden. Ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Wahl. Gerade dadurch, dass wir jetzt die Sportturbos haben, dass wir trotzdem, also wir können die Gänge halt dadurch ein bisschen kürzer stellen und dementsprechend die Chance verringern, aus Versehen ins Turboloch reinzugeraten. Ich meine, dank dem Allradsystem werden wir sowieso nicht die größten Probleme haben, dass wir jetzt irgendwie auf die Hinterachse Schwierigkeiten kriegen und deswegen dann auf einmal anfangen müssen zu Shortshiften. Das wird ja nicht der Fall sein. Aber es kann ja trotzdem passieren, dass du irgendwie aus einer Kurve rausbeschleunigst, denkst, okay, du musst gerade schon einen Gang höher. Und dann hängst du im Turboloch drin, wo du eigentlich gar nicht sein müsstest. Das muss natürlich nicht sein. Und mit 7 Gängen kann man das ein bisschen besser verhindern. Finde ich einfach. So, trotzdem ein bisschen hecklastiger ausrichten. 73% reichen dann auch, würde ich sagen. Und eine Sache, die ich gesehen habe beim R34, die ich ganz geil finde, einfach nur mal, um nochmal eine Kleinigkeit hier zu zeigen. Okay, schade. Weil wir das Rennfahrwerk drin haben, hat das gar nicht mehr. In der Serienversion hat das Skyline R34 nämlich die Allradlenkung hier auch im Spiel visuell umgesetzt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir, wie gesagt, ein Rennfahrwerk draufgezogen haben, ist das, soweit ich weiß, jetzt nicht mehr da. Das ist kein Vogel, das ist der Turbo, meine Damen und Herren, oder die Turbos besser gesagt. Der Marathon ist die endgültige Straßenszene-Veranstaltung mit schmalen Stadtstraßen auf einer engen Strecke. Nee, mit schmalen Stadtstraßen, einer Strecke auf der Autobahn und einer dramatischen Zielgeraden auf der Spitze von La Gran Puente. Auf dieser Route kann jeder Fahrer seine Fähigkeiten testen. Okay, ich sehe. Könnte interessant werden. Wir sind in der niedrigen S1-Kategorie. Ich möchte mir gleich auch die LI mal angucken, der KI direkt. Weil bisher hatten wir es ja auch schon ab und zu mal, dass die KI ein bisschen zu hoch war. Okay. Ja, stimmt, das sind Straßenserien. Wir fahren gar nicht gegen die Das ist Konkurrenz. der Marathon, unser bisher größtes Straßenszenerennen. Bereit? Ja, oh, nee, okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich glaube an mich. So ein bisschen zumindest. Ich glaube zumindest daran, dass wir ein Foto machen. Von den ganzen Fahrzeugen hier.
So, weil die Foto-Challenge möchte ich natürlich in Horizon 5 abschließen, wenn wir das schon in Horizon 4 nicht gemacht haben. Haben wir immerhin schon mal fast 100 von 538. Ich glaube wirklich, wir könnten auf der Strecke ein Problem haben, aber wir schauen mal. Wir schauen einfach mal, wie wir da stehen. Leistungstechnisch sind wir, glaube ich, ganz gut dabei hier, mit Ausnahme halt vom RTR-Mustang, aber gut, dass wir den in der Kurve abziehen. Sollte, glaube ich, klar sein. Aber auch der Enzo beispielsweise hat jetzt serienmäßig, ich glaube, der hat sogar knapp 600 PS, 611 oder so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also dahingehend sind wir schon gut dabei eigentlich. Der 812 Superfast macht mir ein bisschen Sorgen auf der Autobahn später. 812, ne, wie gesagt, 800 PS. Aber ich hoffe einfach, dass wir auf ihn vorher bereits den Vorsprung ausfahren, der gut genug ist. TVA weiß ich gerade gar nicht. Die könnten so knapp 700 haben. Also die sind auch noch mal eine Macht auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei denen haben wir ganz gute Chancen, die in der Stadt zu holen hier. Mit den ganzen Engkurven glaube ich, dass wir hier einen Vorteil haben. Oh Gott, ein bisschen zu schnell. Ja, in der Beschleunigung sind sie krasser, definitiv. Sind auch, glaube ich, extrem leicht. Dieser Bärer. Ach, ich dachte, wir kommen ihnen noch vorbei. Okay, das hat natürlich richtig Zeit gekostet. Ungünstig, weil eigentlich müsste ich den vor der Autobahn noch kriegen. Im Bestfall. Aber ich glaube, der Bestfall wird nicht eintreten. Zumindest nicht, wenn ich so fahre. Ja, und jetzt fahren wir schon aus der Stadt raus, ne? Wir dürften das hier kreuzen, ja. Ah, mies. Das habe ich weggeworfen, aber wir sind ja noch nicht durch hier mit dem Rennen. Oh Gott. Ja, okay. Da springen wir jetzt mal kurz zurück. Ich dachte, ich kann vielleicht ein bisschen extenden. Okay, da sind ein paar schnellere Kurven. Da dürften wir wieder rankommen. Ach, wenn ich die so verkacken würde. Das gibt's doch nicht. Ich versuche halt jeden Millimeter mitzunehmen, aber ich merke immer wieder, dass da ich einfach noch nicht gut genug drin bin in Horizon 5, um das zu machen. Come on. Jetzt aber. Round the outside. Okay, wir haben ihn. Nice. Ich glaube trotzdem, dass wir auf der Autobahn potenziell ein leichtes Problem reinfahren werden. Aber egal, wie gesagt, die Hoffnung ist einfach, dass wir am Anfang jetzt hier gut genug Vorsprung rausfahren. Wir sehen auch, der Marathon ist nicht so lang wie einige anderen Strecken. Oder wie die anderen Finalstrecken, die wir bisher gefahren sind. Colossus und Juggernaut waren ja beide, Colossus und Gauntlet waren ja beide zwischen 50 und 60 Kilometer. Der hier ist nur bei 30, also knapp die Hälfte. Das macht uns das Leben natürlich ein bisschen leichter. Okay, jetzt haben wir hier natürlich schon einen riesigen Topspeed-Abschnitt und wir sind noch nicht mal auf der Autobahn. Ungünstig. Die kommen wieder ran. Aber in den Kurven hier dürften wir wieder einiges gut machen. Ja. Ja, okay, nicht so viel, wie ich mir gehofft habe. War mir nicht sicher, ob die Kurve voll geht. Deswegen wollte ich es mal lassen. Einfach zum Festival, okay, auch cool. Und drehen dann hier eine kleine Runde, oder was? Ah ja, auch interessant.
Ich finde, im Festivalgelände hätten die Tribünen durchaus gerne beleuchtet sein dürfen. Nicht beleuchtet, besucht, meine ich. Oh Gott, ja. Natürlich, die Leitplanke geht kaputt, aber... ja, daran habe ich einfach nicht gedacht. Der war smooth. Na, okay. Wir fahren gleich auf die Autobahn auf. Ich denke, nach dem Rennen werden wir noch ein, zwei normale Straßenszenenrennen fahren. Weil... ja, wir sollten eigentlich relativ bald durch sein mit dem Rennen. Oh, come on. Ich meine, wir haben nicht wenig Leistung. Aber die TVRs haben einfach V12-Motoren auf diesem Hut hinten dran. Wobei ich sowieso mir fast vorstellen könnte, dass der Ferrari 812 Superfast noch vorher rankommen wird. Aber wir fahren da vorne schon wieder runter von der Autobahn, okay. Alles super. Alles sauber, alles fein. Ja, perfekt. Alles gut. Und ich glaube auch... damit sollten wir das Rennen haben. Ich weiß, ich kenne zwar jetzt den letzten Abschnitt nicht, aber... mehr Beschleunigung und Topspeed dürfte ja eigentlich gar nicht mehr kommen können. Außer wir fahren jetzt noch den Flugplatz einmal quasi komplett lang, aber... das passiert ja nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir aufhören. Also, gut, den Namen habe ich halt gelesen, aber ich konnte den Namen zu keinem Ort zuordnen. Irgendwie lag da ein Prema oder so. Ne, Prema war ein Motorsportteam in der Formel 3 und Formel 2. Das war was leicht anderes. Ah, da oben auf der... ah, okay, ich verstehe. Auf der langen Schnellstraßenbrücke. Ich verstehe. Nicht der idealste Ort für eine Zieleinfahrt. Allzu weit sind die Herrschaften da hinten auch nicht weg. Aber egal, wir konnten uns auf der Autobahn irgendwie vorne halten, ohne dass die angegriffen haben. Da werden wir das wohl hier auch noch schaffen. Das wäre jetzt tatsächlich das einzige Mal bisher, also das erste Mal, dass ich kurz verwirrt war vom Verkehr, weil ich habe halt ihn entgegenkommen sehen, dachte mir, okay, cool, dann kann ich ja mich nach außen tragen lassen. Und dann ist mir aber eingefallen, wir haben wieder Rechtsverkehr. Deswegen musste ich nochmal ein bisschen auf die Bremse treten, um nach innen durchzuziehen. Aber hat ja funktioniert. Alles gut. Ah, hier auch schön an der Ruine vorbei. Also das ist auf jeden Fall eine Route, die dem Straßenszenenfinale würdig ist, finde ich. Kann man definitiv nicht anders sagen. Gefällt mir sehr gut. Hat halt die Autobahn. Also ich meine, dass die Straßenszenenfinale mehr auf Speed ausgelegt ist, war mir schon klar. Ne? Das konnte ich mir schon denken. Mit der Autobahn, mit den Schnellstraßen und so. Aber es ergibt halt auch rein logisch betrachtet Sinn, auch ein bisschen durch die Stadt fahren. Also das passt schon, weil ich glaube, die Stadt war ja vom Marathon in Horizon 4 komplett abwesend. Ich glaube, da sind wir gar nicht durch Edinburgh gefahren. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, wir dürfen ab jetzt auch Vollgas durchziehen können eigentlich. Come on. Ja, sollte... ja, ja, doch, das reicht. Das reicht, Leute. Kein Problem. Nochmal... leichtes Ausweichmanöver machen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, nicht das längste Finalrennen, aber dafür ist es gut. Also lieber die Strecke ein bisschen kürzer halten und dafür aber zu 100% gut, als eben eine lange Strecke bauen, die dann an sich halt nicht ganz so geil ist. Gauntlet. Ich wusste, du schaffst es. Du gehörst zu den besten Fahrern der Horizon-Straßenszene.
Dankeschön. Oh. Okay, eine Viper ACR. Und ein Celica GT4. Der 185er. Auch nice. Ja, ein Level up. Level 75 damit. So, komm, da will ich jetzt aber was sehen. Eine feine Belohnung hier. Ah, der Saline ist 7 wäre geil gewesen, weil den kann man nämlich nicht kaufen. Den hätte ich gerade sehr gerne gezogen. Aber gut. So, dann holen wir uns mal die Belohnungen hier ab. Einmal, warte mal, das dürfte ja dann bei Straßenszene sein, genau. Der Celica. Wofür haben wir dann die Viper bekommen? Ruhmeshalle. Ah, erreiche Spiel. Ja, okay, gut. Aber eine Viper ACR nehme ich gerne mit. Sehr feines Fahrzeug. Wir haben 5 Wheelspins. Wo habe ich denn die her? Okay, interessant. Nice. Ein Kleid. Genau das wollte ich haben. Oh, den Jesko. Ah, oh, der wäre schön gewesen. Der wäre es gewesen eigentlich. Kniestrümpfe, auch top. Kriege ich jetzt mal vielleicht noch was Vernünftiges? Potenziell 35.000. Na gut. Nicht das, was ich im Kopf hatte. Jawohl, Dankeschön. Ja, die Wheelspins waren irgendwie ein bisschen Schrott, aber hey. So ist es halt. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch ein paar Straßenszenen rennen. Die Folge geht gerade mal knapp 20 Minuten. Da machen wir natürlich noch was. Bei nächster Gelegenheit enden. Ich finde allgemein, die Leitplanken und so bremsen einen deutlich weniger aus als in Horizon 4. Die sind deutlich leichter. Ist gut zu wissen. Ist auch, finde ich, deutlich angenehmer. Fahre zum Fluss in Mulegé und starte von den luftigen Höhen der Gran Puente. In einer steilen Abfahrt nimmst du viel Geschwindigkeit auf, bevor du auf der Zielgeraden eine Reihe von sich abwechselnden Halade-Kurven bewältigen musst. Ja, das sollte wohl machbar sein, hoffe ich. Ja, wir haben die richtigen Felgen gewählt. Wenn die da so schön präsentiert werden, sieht man es ganz gut. Okay, Porsche Turbo sehen wir. ...50% mehr? Warte mal. Ja, okay, gut, das ist beschiss, weil auf Profi... was heißt Gegenstände? Also... auf Profi verdient man nämlich nur 90. Wir probieren es mal auf Unschlagbar. Vielleicht bin ich ja mittlerweile auf dem Unschlagbar-Level angekommen, man weiß es nicht. Wir starten jetzt auf jeden Fall von ganz hinten. Okay, komm. Stewie in dem Fiesta könnte man wohl abziehen auf der Geraden. Ja, fahr mal in die Leitplanken rein, Lukas. Kein Problem, ey, so nicht. Das heißt, schon mal nach dem Start auf P8 vorgefahren. Ja, kommen wir da vorne ran. Bisschen zumindest. Aber ja gut, den sollten wir vielleicht ignorieren. Entschuldigung, Ray. Oh, sehr gut, die sind alle außen gefahren. Ah, Formula Driftwagen hier nur noch. Na, und da vorne der TVA. Ah, okay, gut, das ist kein Formula Driftwagen, aber die Formula Drift Fahrzeuge ziehen wir in die Kurven locker. Und auch den Pluto im TVA sollten wir eigentlich kriegen, ja. Ja, sehr gut. Zieht die Haarnadelkurven. Die sind natürlich ein bisschen fies nochmal für uns. Der TVA ist halt leicht. Das heißt, er kann ein bisschen später bremsen und alles. Und es ist halt vor allem auch ein Rennwagen, ne?
Aber wir fahren in R34, das heißt, das interessiert uns alles nicht hier. Der König der Straßenszene. Und der, die X-Klasse, die im Apex parkt. Auch gut. Nee, du kommst nicht vorbei, mein Herr. Ja. Gott sei Dank waren wir noch nicht zu nah am Ziel. Ich glaube, kurz vorm Ziel kann man nicht mehr zurückspulen, oder? Ah doch, es geht wieder, okay. In Horizon 4 und 3 konnte man kurz vorm Ziel nicht zurückspulen. In Horizon 2 glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ging doch nie. Das ist neu. Okay, cool. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, wir haben tatsächlich gewonnen, auf unschlagbar. Nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Wie viele Credits haben wir jetzt bekommen? Erstmal 5000 EP, okay. Und 27.000 Credits. Uff, das ist nicht wenig. Wir haben gar kein Straßenszenenrennen hier direkt in der Nähe. Okay, dann ja, fahren wir das hier oben mal, würde ich sagen. In 200 Metern links abbiegen. Machen wir. Ich bin froh, dass der Input gerade nicht funktioniert hat. Ich habe aus Versehen, ich habe mich halt umgeguckt, bin abgerutscht und bin auf X gekommen und X ist runterschalten. Das wäre dem Motor nicht ganz so fein gekommen, sagen wir mal, wie es ist. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ist da der Input nicht angekommen. Auch wenn mich ehrlich interessieren würde, warum, weil eigentlich habe ich schon gut drauf gedrückt. Nicht, dass mir der Controller einen Abgang macht. Das wäre ungünstig. So. Aber er gefällt mir das Skyline. Und wir haben hier jetzt ja einen Aufbau, der an sich gar nicht so krass ist, im Sinne von, wir haben ja einige Sachen gar nicht verwendet. Die Foilsticks beispielsweise haben wir gar nicht gemacht. Wir haben jetzt nicht so extrem viel eingestellt. Also da würde eigentlich noch echt viel mehr gehen. Die Bergrennen. Nach einem harten Renntag auf dem Highway dient diese Route als beliebter Weg zurück in die Stadt, um dort eine ausgelassene Nacht zu verbringen. Der Verlierer bezahlt die Getränke. Klingt interessant. Klingt nach einer interessanten kleinen Route hier. Wobei, so klein war es ja gar nicht. 8 Kilometer. Ist nicht wenig. Ich bin mal gespannt, warum das Rennen Bergrennen heißt. Ja, komm. Wir haben ähnlich viel Leistung wie der Huracan. Aber wir ziehen ihn ab. Hey. Moving under braking. Das melde ich den Stewards. Oh oh. Okay, auf P6 vorgefahren. Leider einen kleinen Schnitzer gehabt, der ein bisschen unnötig war. AKA extrem unnötig. So, mal hier ein bisschen durchschieben. Okay, 599. Berlin Enzo. Okay. Sind auf der Geraden nicht so viel krasser, in der Kurve verlieren sie aber ordentlich. Das heißt, wir sollten das Rennen eigentlich in der Tasche haben. Oh.
if you no longer go for the gap that exists, oder so. Der bekannte Street Racer Ayrton Senna. Weltbekannt, meine Damen und Herren, für seine Erfolge in der Straßenszene in Mexiko. Ja, ich glaube, es gibt nicht viele Szenarien, in denen wir das Rennen hier noch verlieren. Ja, gerade um die Kurven war mir schon klar, dass die nicht gut durchkommen. Ist aber auch wieder ein cooles Rennen. Ist natürlich jetzt hier ein Rennen, was deutlich mehr auf Power ausgelegt ist. So wie die meisten Straßenszenenrennen, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass die Straßenszenenrennen so auf Power sind. Also, das passt, finde ich, einfach. So der ganze Szene allgemein. Ah, mit einem kleinen Sprung sogar ins Ziel. Auch gut. So. Ja, haben wir auch das hier gewonnen. Euer geheimnisvoller Fahrer macht die Horizon-Straßenszene unsicher. Das bist natürlich du. Manchmal fehlt mir der Untergrund. Ja, dann komm halt wieder her. So, noch ein Respin, komm. Da möchte ich jetzt aber mal was Feines raus haben. Zur Abwechslung. Einen guten Spin kriegen wir doch wohl heute, oder? Naja. Ein Nein hätte gereicht. So, ja, meine Damen und Herren. Damit würde ich dann sagen, war es das mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!